Und damit hallihallo zurück zu den Crazy Dudes. Ich bin Nick Fried und ich bin heute wieder mal alleine hier für euch am Start. Und zwar spielen wir, wie man unten sehen kann, das schöne Spiel Hockey von Icon City, wie auch immer. Und warum spielen wir das, alle Crazy Dudes? Natürlich, think you are good at hockey. Sind wir gut at hockey? Natürlich. Then think again, bla bla bla. Wir wissen, dass wir gut at hockey sind. Und das testen wir jetzt mal. Also, Tisch-Air-Hockey, wie auch immer dies hier heißt. Get ready, sind wir. Oh Gott, es geht schon los. Das war doch easy. Wir bewegen das also hier mit der Maus, bewegen wir diesen Dings. Und es gibt auch immer diese Sterne zu sammeln, da, wie man hinten links sieht. So, ich bin also blau unten und mache das erste Eigentor. Das ist jetzt der erste Level und wir haben noch... Ach nee, Zeit läuft nicht. Weiß ich nicht. Das überfordert mich gerade. Nein, also wir sind das, haben den Stern collected. Kannst du den anderen Stern sammeln, ne? Sehr schön. Wer sagt's denn, liebe Freunde? Wer sagt's denn? Like in real life. Also Level 1, das ist doch machbar. Aber ihr erinnert euch bestimmt noch an die Kick, an die Tennisköpfe da. Da sah es am Anfang auch einfach aus. Und dann haben wir verloren. Ach so, nee, also links ist mein Punktestand und das, was die Sterne sagen, also 156 Punkte und 4 Tore und 2 hat mein Gegner und wir sind Level 1 und oben rechts haben wir eben die Uhr gesehen. Also ready for next, opponent, ja, wir sind bereit für den nächsten Gegner, klicken wir hier, get ready, sind wir bereit, ach du Scheiße, das ist jetzt Level 2, steht 0-0 und ich habe 306 Punkte gesamt, na. Ach so, und oben rechts in diesem blauen Balken sehen wir noch die Zeit, die, wie sie runterläuft. Und wir wollen noch mal ein paar Punkte haben. Ja, haben wir. Ja, da wollte ich mal eine schöne Kombination spielen. Ne? Das ist leider fehlerhaft gewesen. Das war einfach. Oh Gott. Nein. Eigentor. Tor. Zur Kenntnis genommen. Ja, das ist doch. Mit Bande mache ich immer nur ein Eigentor, das ist doch... Ja, das war aber hier stark rausgespielt. Tor. Oder, ja, Tor. Wir sagen einfach Tor. Und noch 5 Sekunden, können wir da noch ein Tor machen? Ja, nee, aber er... Also, ready for next opponent. Sind wir bereit für den nächsten Gegner? Natürlich. Seid ihr bereit? Bin ich bereit? Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Erstmal holen wir uns den Stern, oder? Ist das gefährlich, in die eigene Richtung zu spielen, oder? Egal, wir haben ja Zeit. Also, lila ist auch noch nicht so schwer, zumindest haben wir... Really? Haben wir gerade hier einen Treffer gemacht? Mal gucken, bis zu welchem Level ich komme. Bestimmt nicht so weit. Und ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen, aber wer stört mich denn mitten in der Aufnahme, liebe Freunde? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht, liebe Freunde. Mitten in der Nachricht, ich bitte euch. Wo kommen wir denn hier hin, wenn jeder einfach während der Aufnahme hier reinschreit? Also wollen wir erstmal... Ich habe ein bisschen Angst, mir den Stern zu holen. Oh Gott, nee, lieber nicht. Das lasse ich nicht. Ich will den schon gerne haben. Egal, wir haben eh gewonnen, 2 Punkte. Macht er sie erst eh nicht mehr. Ich tendiere jetzt eher sie zu sagen, weil es lila ne war. Aber es ist ja eh der Computer. Und Computer hat eigentlich ja gar kein Geschlecht. Und seit man bei Apple Siri auch als männlich einstellen kann, hat selbst Siri kein Geschlecht mehr, was ich ziemlich traurig finde. Also das muss ich jetzt sagen, Level 4, das ist schon, da habe ich schon Angst. Aber die ist erst gegen die Wand und dann, da kann noch, hat noch keiner widerstehen können hier. So, das ist das. Freunde, wieso machen wir das nicht die ganze Zeit? Zack, zack, bum, bum. Bum, clap. Ja, ich darf nicht singen, weil nachher muss ich das Lied hier das noch zensieren, weil ich so gut singe, weil es so dicht ans Original rankommt. Dann singen wir lieber lizenzfreie Lieder. Alle meine Entchen schwimmen auf der Spree, schwimmen auf der Spree.
Alle meine Entchen schwimmen im Klosett. Spült sie alle runter, sind sie alle weg. So, ich spiele jetzt gegen den goldenen Level 5. Ach du Scheiße. Ach du heiliges Kanonenrohr. Ich sollte aufhören, diese Fäkalsprache zu benutzen. Oh Gott. Meine Stimme entgleitet hier, immer wenn ich so aufgeregt bin. Das ist doch hier aber auch jetzt. Ich komme da gar nicht, mehr hinterher, liebe Freunde. Ich glaube, ich sollte das nicht spielen, wenn man eine fotosensitive Epilepsie hat. Aber das habe ich ja nicht. Aber steht immer bei der PlayStation. Nicht spielen, wenn sie eine fotosensitive Epilepsie haben. Hat man das mal, habe ich das mal gegoogelt? Das ist tatsächlich, wenn man beim Spielen oder wenn man so vor Computerbildschirm oder so sitzt, anfängt zu zittern oder sowas. Es ist nicht schön. Und ich glaube, da könnte ich auch nicht überleben. Und überleben ist das richtige Stichwort, weil hier das Match überlebe ich auch. Ich mache auch noch Gegentore. Ich helfe denen ja auch. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay, 5 Sekunden, das wird aber... Immerhin haben wir ein Tor gegen die Goldene, ein... Ja, play this game and many more. 2364 und wie immer heißt es, liebe Freunde, schreibt mir in die Kommentare, bis zu welchem Level ihr gekommen seid. Ich bin jetzt bis Level 5 und einem Punktestand von 2364 gewesen. Ich bin mir aber sicher, dass da noch mehr gegangen wäre. Naja, ich würde sagen, dann sehen wir uns in dem nächsten Part wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch ein Abo da oder einen Kommentar. Schreibt mir weitere lustige Spiele, eure Lieblingsbrowser-Spiele zum Beispiel, in die Kommentare. Egal, ob verrückt, lustig, sportlich, Geschicklichkeit, Jump'n'Run, egal. Ich spiele alles. Ich bin mir hier für nichts zu schade. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ach was, macht's besser. In diesem Sinne, tschüss, ciao.